vor kurzem wurde gefragt, ich will nur einen ETF kaufen, MSCI World oder Nasdaq. Nasdaq performt am besten. Fangen wir mal an mit MSCI World. Es ist natürlich besser, jeder, der einen MSCI World kauft, ist natürlich besser dran als jemand, der gar nicht investiert. Aber trotzdem nochmal zur Wiederholung kurz, warum ich niemals nur in den MSCI World investieren würde. Ja, weil es da einfach schon Blasenbildungen gibt. Momentan könnte man vielleicht von einer US-Blase sprechen. 70% USA. Und ich bin ja auch eher USA-Fan und bin auch stark in den USA investiert, aber habe in meinem ETF-Depot auch den USA-Anteil niedriger als im MSCI World. Und vor allem muss man sich mal überlegen, ja, was sich da für Blasen bilden können. Und das ist eigentlich mein Lieblingschart. Schauen wir mal auf die Gewichtung von Japan und den USA im MSCI World. Und da seht ihr, die Gewichtung von Japan war hier Ende der 80er Jahre ungefähr bei 40%. Ja, danach haben wir gesehen, wie das bergabwärts geht. Und das kann natürlich dann auch auf die Rendite schlagen.